Bis tief in die Nacht tagte der CDU-Bundesvorstand mit Armin Laschet. Nach Mitternacht dann entschied sich die Mehrheit für den nordrhein-westfälischen Ministerpräsidenten als Kanzlerkandidaten. Uns ist nun Günther Grings zugeschaltet. Er ist Vorsitzender der Landesgruppe NRW der CDU-CSU-Fraktion im Deutschen Bundestag. Herr Grings, nach vielen Stunden stand das Ergebnis 31 Stimmen für und 9 gegen Laschet bei 6 Enthaltungen. Wie gespalten steht die CDU nun da? Naja, viele haben uns ja ein knapperes Ergebnis vorausgesagt. Es war ein klares Ergebnis, ist ein klares Ergebnis. Es gab Diskussionen im Vorfeld. Ich finde das auch legitim. Auch als CDU-Mitglied darf man sich für einen CSU-Vorsitzenden als Kanzlerkandidaten aussprechen. Aber es gab jetzt eine klare Entscheidung und auch in dem Gremium, wo es hingehört, nämlich im Parteivorstand. Das ist keine Entscheidung, die in irgendwelchen anderen Gremien gefällt werden kann. Irritiert war ich eigentlich nur bei einigen, die nochmal ein neues Gremium erfinden oder beauftragen wollten, das zu entscheiden. Wenn man in den Bundesvorstand geht, wenn man dort kandidiert, muss man auch bereit sein, Verantwortung zu übernehmen. Dort sollte man es besser lassen. Sie sprechen da einen zentralen Punkt an, den Sie auch in Ihrem Kringsbrief vom 16.04. auf Ihrer Homepage nochmal erwähnt haben. Die Spielregeln der Parteiendemokratie, die sind einzuhalten aus Ihrer Sicht. Noch immer klingt das irgendwie nicht wie die finale Entscheidung, auch wenn Markus Söder am Montag gesagt hat, dass die CDU den finalen Schritt machen muss. Was erwarten Sie nun noch vom CSU-Chef? Ich möchte Ihnen leider in einem Punkt widersprechen. Das ist eine finale Entscheidung für die CDU. Davon gibt es für die CDU jetzt kein Zurück mehr. Und ich glaube auch nicht, dass Herr Söder das nochmal in Frage stellt. Ich finde auch, dass wir uns die Schleife der letzten Woche hätten schenken können. Die Debatte, die vielleicht etwas missverständlich geführt worden ist von ihm, das will ich immer zugutehalten, dass Parteigremien nicht die Rolle spielen, sondern man irgendwie eine nicht näher definierte Basis beauftragen will oder anhören will. Das hat der Parteiendemokratie, glaube ich, nicht gut getan. Aber jetzt ist, glaube ich, klargestellt, Parteien entscheiden und für Parteien sprechen die gewählten Vorstände im Falle der CDU im Januar gewählt worden, gar nicht so lange her, demokratisch von 1000 Delegierten, die wiederum Hunderttausende von Mitgliedern repräsentieren. Mehr Demokratie geht nicht. Wie groß bemessen Sie nun nach diesen Tagen, nach diesen Wochen den Schaden, den die Union genommen hat im Vertrauen der Bevölkerung mit Blick auf die Wahl? Turbulent waren die letzten Tage. Die Wochen davor, da kann man eigentlich nichts sagen. Das war immer klar, dass wir zwischen Ostern und Pfingsten entscheiden. Jetzt sind wir sogar näher an Ostern als an Pfingsten. Aber die letzten Tage haben uns nicht gut getan. Auch die Diskussion in der Fraktion hat uns einen Wahlsieg jedenfalls mal nicht näher gebracht. Aber das ist kein Schaden, der nicht schnell wieder gut zu machen ist. Jetzt kommt es darauf an, die Aufmerksamkeit, aber auch für uns die Zeit zu haben, sehr schnell ein zukunftsweisendes Wahlprogramm aufzustellen. Da sind die Vorbereitungen im vollen Gange. Auch da bin ich in meinem thematischen Bereich beteiligt. Und die Menschen wollen jetzt umso mehr wissen, was sind die Ideen der Union für die Zukunft. Gerade wenn wir jetzt einen neuen Kanzlerkandidaten haben, wird dieser Wahlkampf ein sehr inhaltlicher sein und wirklich auch ein sehr entscheidender sein, in welche Richtung unsere Republik gehen soll. Inhaltliche Arbeit, das ist das, was jetzt ansteht. Wie viel Zeit bleibt dafür denn eigentlich noch? Man hat ja relativ viel Zeit verloren. Und wie wichtig wird es sein, nun in konstruktiven Gesprächen mit der CSU zumindest inhaltlich wieder zusammenzurücken? Ich bin mir sicher, die inhaltlichen Gemeinsamkeiten zwischen CDU und CSU sind deutlich größer, als die Personenfrage der letzten Tage suggeriert hat. Wir arbeiten in einer Fraktion erfolgreich zusammen. Manche Sprecherposten der Unionsfraktion sind mit CSU-Leuten besetzt, manche mit CDU-Leuten. Und wenn man nicht vielleicht von der Aussprache oder wenn man die Leute kennt, wüsste, wer CSU, wer CDU ist, dann würde man bei vielen gar nicht merken, weil wir wirklich inhaltlich sehr nah beisammen sind. Das hilft auch bei der Aufstellung eines gemeinsamen Wahlprogramms. Und die Zeit haben wir, das sollten wir jetzt mit Hochdruck machen, aber wir fangen auch nicht bei Null an, sondern viele Arbeitsgruppen, Vereinigungen und so weiter haben schon umfangreiche Vorarbeiten geliefert. Man muss aber schon das Gefühl bekommen, dass die anderen Parteien schneller und vor allem geräuschloser Entscheidungen in ihren Personalfragen getroffen haben und dadurch einfach auch schneller inhaltlich arbeiten konnten, oder? Ich glaube, man hat auch mehr auf die Union geschaut. Wir stellen seit 16 Jahren die Bundeskanzlerin, wir sind die stärkste Fraktion, selbst bei den Umfragen, die zurzeit nicht so günstig sind für uns, sind wir die stärkste Partei, beziehungsweise CDU und CSU zusammen, die stärksten Parteien. Also man schaut auch kritischer auf uns. Insofern geht es bei uns auch um mehr. Also es gibt eine Reihe von Parteien, da kann man einen Kanzlerkandidaten für die Galerie aufstellen. Bei uns stellt man einen Kanzlerkandidaten auf, weil er nicht nur gewinnen will, sondern wirklich auch gewinnen kann. Der CDU-Bundesvorstand hat sich also erneut für Armin Laschet als Kanzlerkandidat ausgesprochen. Und dies scheint nun die endgültige Entscheidung in der K-Frage der Union zu sein. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal.